Ja, hi, lieber Daniel Brosinski. Wir feiern heute 70. Folge und freuen uns sehr, dass du zu Gast bist. Erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Gerne, kein Problem. Bleiben wir bei Zahlen. Du bist in deiner fünften Saison beim 1.05 und mit 30, ja auch altersmäßig mittlerweile, einer der alten Hasen. Wie verändert sich denn die Rolle im Team? Die Rolle ist eigentlich so, dass ich versuche, auch Bindeglied zwischen jungen und ein bisschen älteren Spielern zu sein und auch versuche gerade die neuen in den Verein kommen oder auch die von der Jugend hochkommen, denen auch ein bisschen das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Ich finde es immer besser, wenn sich alle wohlfühlen, dann kann jeder seine Leistung bringen. Du hast 2009, ne, mit Köln dein Erstligadebüt gehabt, hast dann direkt auch ein Tor geschossen im Spiel gegen die Bayern. Bist von Köln aus dann aber erst nochmal zurück bis in die dritte Liga bei Wien Wiesbaden. Hast du dann damals die Verpflichtung bei Mainz für einen Erstligaverein schon so ein bisschen als eine zweite Chance gesehen tatsächlich? Ja, ich habe die zweite Chance schon früher wahrgenommen eigentlich. So mit dem Schritt zu Wien Wiesbaden, weil hätte ich den Schritt damals nicht gemacht, dann wäre ich auch nicht hier in Mainz gewesen. Weil ich glaube, viele sehen das immer als Bestrafung, ein oder zwei Ligen nach unten zu gehen und sind vom Kopf her dann auch gar nicht bei der Sache, weil sie denken, oh Gott, ich bin jetzt von der ersten in die zweite oder in die dritte Liga, jetzt muss ich wieder von unten anfangen. Und haben dann auch ein ganz anderes Selbstwertgefühl, wo sie denken, ich bin doch eigentlich viel besser. Und dann stagniert es irgendwann, dann kommt keiner mehr raus. Und ich habe das aber als Chance gesehen, ich kann hier wieder spielen, kann mich empfehlen für höhere Aufgaben. Und das hat ja auch dann in allen Stationen wunderbar geklappt. Und deswegen habe ich das damals mit Wien Wiesbaden als zweite Chance gesehen und habe da alles reingeworfen, habe mich dann auch in Duisburg und Fürth durchgesetzt. Und ja, war dann auch schon ein Stück weit stolz, dass ich dann wieder in der ersten Liga spielen durfte. Wusstest du, dass du Nachfolger für Posbech wirst und dass der hier auch so ein bisschen Publikumsliebling war? Ist das was, womit man sich auseinandersetzt, was die Nervosität vielleicht noch steigert? Das war das Erste, mit dem ich konfrontiert wurde, eigentlich, wo ich auch gleich die Zeitung aufgeschlagen habe. Ja, Bosinski, Posbech-Nachfolger und große Fußstapfen und ob er das schaffen wird und etc. pp. Aber ich habe mich dann eigentlich nicht groß beschäftigt. Du hast jetzt ja schon einige Vereine durch die Ligen durchgemacht. Was würdest du denn aber tatsächlich sagen, was in Mainz so das Besondere ist? Ja, das Miteinander, ganz klar das Miteinander und ja, dieses kleine, familiäre Zusammenhalten. Und auch auf dem Platz alles für den Verein und für seine Mitspieler zu tun. Und wie schon angesprochen, ich habe jetzt schon ein paar Stationen hinter mir und kann jetzt nicht behaupten, dass es in den anderen Stationen so war wie hier. Wenn es so Phasen gibt wie in der letzten Saison, wo in dem Fall Sandro Schwarz als Trainer ziemlich heftig angegriffen wird teilweise, wie reagiert man denn dann so als Konstrukt darauf? Wie hat sich das für euch auch angefühlt und wie sehr ist da so das Gefühl, man ist auch in der Verantwortung quasi zu zeigen, vielleicht, dass er der Richtige ist? Ja, das war für uns auch keine leichte Zeit. Es ging ja nicht nur um Sandro, aber auf Sandro wurde immer als erstes draufgehauen. Und das hat uns auch schon als Spieler mitgenommen, weil er ist nicht der Alleinschuldige gewesen, sondern wir auf dem Platz waren dafür verantwortlich. Und wir haben das auch öfters immer wieder, Woche für Woche im Team angesprochen. Erst immer im kleineren Kreis, wie wir da am besten vorgehen können, wie wir da auch ein bisschen Sandro unterstützen können. Und ich denke, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir da auch innerhalb des Teams miteinander gesprochen haben, weil ich denke, ohne das hätte man es einfach so laufen lassen können und dann hätte man auch keine Entwicklung gesehen zum Ende der Saison hin. Und ja, da kann man da manchmal dann auch nur ein Lob aussprechen und auch im Sandro, wie wir da zusammen da aus der Situation nochmal rausgekommen sind. Du hast einen relativ engen Draht zu deiner Familie, ne? Deine Eltern und deine Schwester. Dein Vater war auch dein erster Trainer. Ich habe irgendwo gelesen, dass mittlerweile deine Mutter eher diejenige ist, die nach den Spielen sich irgendwie meldet und so ihr Feedback gibt. Wie wichtig ist dir das so mit Leuten außerhalb vom Fußball und wer gehört da vielleicht außer Familie noch dazu, Feedback zu bekommen? Ja, das ist schon seit ich, glaube ich, angefangen habe, Fußball zu spielen, sind so die Eltern oder sagen wir mal die Familie, naja, der größte und erste Ansprechpartner gewesen. Die haben mich da immer zu den Spielen gefahren, unterstützt, alles gemacht, dass es mit dem Fußball klappt und dass ich da auch immer zu meinem Training komme, zu den Spielen komme. Und ja, ich sag mal, ohne sie wäre es auf jeden Fall nicht möglich gewesen. Da auch nochmal ein Riesendank. Und natürlich auch meine Freundin, die mich auch immer unterstützt haben bei den Spielen und die mich dann auch immer anfeuern und auch mitfiebern vor dem Fernseher. Ja, die Mutter hat jetzt, sage ich mal, war früher auch schon,
so einer der größten Kritiker ist es heute auch noch so, aber nicht mehr so extrem wie früher. Gab es denn für dich in der Jugend Vorbilder tatsächlich, wo du gesagt hast, das ist irgendwie so ein Spielertyp, dem möchte ich gerne nacheifern, sowohl was die Position als auch was den Fußballer so insgesamt angeht? Ja, den gab es. Aber es hat gar nichts mehr mit meiner Position zu tun. Okay. Ich habe ja früher immer wieder gependelt zwischen defensiv, offensiv, offensiv, defensiv. Und beim KSC habe ich eigentlich öfters offensiv gespielt. Mhm. Und deswegen war da auch mein Vorbild Thierry Henry, damals noch zu Arsenal-Zeiten. Mhm. Habe mich da auch immer wieder versucht, in ihn ja, hineinzuversetzen und so die Aktion zu spielen, so wie er sie spielt. Aber hat nicht immer ganz geklappt, weil dafür war er einfach zu gut. Na gut, ja, dann danke ich dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Du bekommst, das ist in der Kolumne die gute alte Tradition, die dir sicher wohlbekannten Mainz 05 Gummibärchen in der Wortpiratin Gummibärchentüte, rot-weiß, wie ja auch der ganze Raum, in dem wir uns heute befunden haben. Vielen lieben Dank. Kriege ich alle? Oder? Ja, alle. Super. Die sind heute Abend weg. Danke. Danke dir. Gerne.